weil wir da ein bisschen rechtliche Probleme bekommen haben. Ich sag's mal so, mit dem Wort Kämpferherz. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Ein ganz, ganz heißes Thema heute, und zwar, uns haben ja schon wirklich einige gefragt, was ist denn los mit unserem Buch? Unser Buch ist schon seit ein paar Wochen, glaube ich, jetzt nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Das hat auch einen Grund, nicht weil es komplett ausverkauft ist, sondern weil wir da ein bisschen rechtliche Probleme bekommen haben, ich sag's mal so, mit dem Wort Kämpferherz. Das Wort Kämpferherz war schon irgendwie vergeben von irgendeinem anderen Verlag, und der mochte das nicht so, dass wir das jetzt benutzt haben. Deswegen hat er gemeint, wir sollen das doch bitte rausnehmen, sonst kriegen wir da ja, Probleme, ne? Sag ich mal so. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, das Buch einfach neu zu veröffentlichen mit einem anderen Titel, und zwar Kämpfer mit Herz. Ja, das ist genau das gleiche Buch, es heißt jetzt einfach Kämpfer mit Herz. Der Inhalt ist genau gleich, das Cover ist genau gleich, es wird genau wahrscheinlich an der gleichen Stelle sein, wie auf Amazon gerade ist. Und wir sind nochmal, ja, wir haben es nochmal inhaltlich überprüft, so ein paar Rechtschreibfehler, Kommafehler und so nochmal korrigiert. Man findet ja immer mal wieder was, wenn man es möchte. Und ja, so viel dazu, und das Buch werden wir heute veröffentlichen. Und zwar schaut da einfach mal auf Amazon. Ich habe euch den Link unten drunter gepackt. Da einfach draufklicken. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr es euch einfach holen. Markus, erklär es nochmal ganz kurz, worum geht es in dem Buch für die Leute, die es einfach nicht wissen. Was das ja, ist. Ich will vielleicht vorab eine Sache ganz kurz erwähnen. Und zwar, was viele gar nicht wussten, was wirklich bei unserem Buch ganz, ganz zum Schluss kam, war eigentlich der Titel. Also wir haben eigentlich angefangen, das Buch zu schreiben, und der komplette Inhalt war eigentlich schon komplett fertig. Wir waren schon im Lektorat. Da haben wir noch immer überlegt, welchen Titel nehmen wir denn jetzt eigentlich. Und wir sind dann damals spontan irgendwie auf Kämpferherz gekommen, uns hat das spontan gefallen und haben es dann eben unter diesem Titel veröffentlicht. Da gab es jetzt diesen Titelrechtskonflikt, deswegen ab heute Kämpfer mit Herz, dass ihr das nochmal wisst. Gibt den Inhalt schon relativ gut wieder, und zwar, es geht um die richtige Einstellung im Leben. Es sind wirklich Themen, wir haben uns überlegt, wie wird man eigentlich erfolgreich, ja? Nicht nur im Kampfsport, sondern allgemein im Leben. Ja? Wie schöpfe ich mein Potenzial als Mensch voll aus, ganz egal in welchem Bereich, ob das jetzt im sportlichen Bereich ist, ob das jetzt im Business oder in der schulischen Karriere ist, wie schöpfe ich mein Potenzial voll aus? Wie erkenne ich denn überhaupt, was meine Bestimmung ist, wohin mein Potenzial mich führt? Vielleicht mache ich die ganze Zeit schon was, wo ich kein Talent habe, wo ich nicht weiterkomme, was mir keinen Spaß macht, wo ich mich zu zwingen muss, und es gibt vielleicht einfachere und direktere, fruchtbringendere Wege, die ich nutzen kann, um eben erfolgreich zu werden. Und uns geht es immer wichtig darum, erfolgreich zu werden heißt für uns wirklich einer der Besten in Deutschland oder auf der Welt zu werden. Ja? Das ist vielleicht gar nicht so schwer, wie es sich anhört, aber wenn ihr mal in diesem Bereich vorgedrungen seid, glaubt mir Leute, euer Leben wird sich komplett verändern. Auf jeden Fall. Und das Buch, noch ganz kurz zu erklären, es ist eigentlich immer in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Part von dem Kapitel, da schreibe ich immer über mein Leben, sehr authentisch, sehr erzählerisch, als würde ich euch was erzählen, ja, als würdest du neben mir sitzen und ich würde dir gerade was erzählen, meine Geschichte erzählen, und da, wie mich eben Sachen motiviert haben, wie ich erfolgreich geworden bin, wie ich auf den Boden gefallen bin, wieder aufgestanden bin und so weiter. Und dann im zweiten Teil des Kapitels erklärt der Markus das so aus Beobachterrolle, ja, wissenschaftlich, und geht auch nochmal auf die Allgemeinheit ein, nur grob zusammengefasst. Wenn es euch interessiert, schaut einfach mal auf Amazon, da ist auch nochmal eine Beschreibung enthalten, und hier hinten auf dem Buch steht auch nochmal kurz zusammengefasst, worum es geht. Ansonsten, was das eigentlich schon mehr gibt, dazu auch nicht zu sagen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiterhin supportet, aber wenn wir euch weiterhin helfen können durch dieses Buch, weil das hat schon vielen, vielen Menschen geholfen. Und jetzt noch eine Bitte an euch: Wenn es euch gefällt, dann bewertet es doch bitte positiv auf Amazon. Die ganzen Bewertungen sind leider jetzt erstmal weg. Ja, ist natürlich traurig. Wir hatten sehr, sehr viele positive Bewertungen. Alles verschwunden. Die Leute, die es sich vielleicht schon gekauft haben, ihr könnt es natürlich nochmal bewerten, weil das würde uns sehr, sehr freuen. Wenn es euch aber tatsächlich auch wirklich gefällt. Ja, 5 Sterne wäre riesen, riesengroß von euch. Dankeschön. An dieser Stelle, das war's auch mit diesem Video. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Wie gesagt, Link ist unten verpackt. Und das war Markus und Michael Smolik. Haut rein.
Post.